Als Berchtoldsdorfer mit Kunstfebel ist es natürlich allergrößtes Sammlerglück, ein Gemälde oder irgendein Kunstwerk aus der Heimat, aus dem Heimatort zu bekommen. Und das ist mir da gelungen. Das Bild ist von Karl Lorenz, ein Maler von 1971 bis 1945. Das Bild ist nicht datiert, wird so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemalt sein. Ich finde, der Turm ist in den Proportionen ganz gut getroffen und es gibt einen Überblick über ganz Berchtoldsdorf. Was ich interessant gefunden habe, da Richtung Wien, Richtung 14. Bezirk, die vielen Schlotte, die rauchenden. Das Bild habe ich vor einigen Jahren bei einer Kunstauktion in Berlin erstanden, interessanterweise, und so Bilder im Wartezimmer, ich habe es auch gekauft fürs Wartezimmer, weil es hat ja eine Dimension, die kaum in einen Wohnraum, in eine Wohnung passt. Und ein Patient von mir hat mir gesagt, dass er dieses Bild noch zu Schillingzeiten von einem Wiener Kunsthändler angeboten bekommen hat, es aber nicht gekauft hat, weil es ihm einfach viel zu groß war. Das zweite Bild, in der Dimension etwas besser in eine Wohnung passend, ist von Ernst Schromm, ein Aquarellist, der bis 1969 gelebt hat. Das Bild ist 1962 datiert, zeigt die Wiener Straße Richtung Turm, im Vordergrund die Spitalskirche.